Ja, heute zu Gast in unserer Sendung haben wir einmal die Fleischtomate. Die ist sehr groß und hat wenig Fruchtfleisch. Wir schneiden die einfach in kleine Stückchen hier. Dann haben wir Mozzarella, auch so ganz kleine winzige Dinger. Die Zwiebel wird gleich noch fein gehackt. Dann haben wir hier Cherrytomaten, frischen Basilikum und die Farfalle. Ja, und damit herzlich willkommen in meiner Küche. Ich bin Chef Alemann. Heute machen wir einen traditionellen Nudelsalat mit Tomaten. Und ja, die Nudeln kochen und jetzt geht's direkt weiter. Wenn unsere Nudeln gekocht sind, geben wir die als erstes in ein Gefäß, das natürlich groß genug ist. Dann geben wir die Zwiebel dazu, weil die Zwiebel gart dann leicht an durch die heißen Nudeln. Wer will, kann natürlich auch noch eine Knoblauchzehe dazu packen. Dann kommt unser Mozzarella, der soll auch mal leicht anschmelzen. Und dann kommt die Tomaten. So, wir rühren einmal durch, damit der Mozzarella sich halt schön verteilt. Dann geben wir unsere Tomaten dazu. Alles nochmal schnell durchrühren. Ja, hier seht ihr unsere Gewürze, die da jetzt gleich reinkommen. Wir haben hier schwarzen Pfeffer, unser Öl, dann haben wir hier Balsamico, den hellen, unser Urmeersalz, Basilikum. Und weil wir mit Essig arbeiten, also beziehungsweise Balsamico, müssen wir noch ein bisschen braunen Zucker verwenden. Viele wissen nicht, wie man am besten so ein Balsamico schneidet. Ich mache das jetzt einmal vor. Ich pflücke mir so ein paar Blätter ab und stapel die einfach ganz normal übereinander. So. Dann nehmen wir mal 4 Stück. Und dann kann man die einfach jetzt so einrollen. Zack. Und jetzt schneiden wir die ganz dünn runter. Und dann haben wir schon hier diese ganzen Julien. Ja, zum Schluss kommt unser Knoblauch, den schneiden wir. Und dann zeige ich euch jetzt mal meinen Knoblauchtrick. Den habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Da sehen wir unser Meersalz und geben hier ein bisschen drüber. Muss nicht gespart werden, kann ruhig schön ordentlich sein. Und jetzt wird das einfach gehackt. Ja, was hat das Salz jetzt für eine Wirkung? Das Salz zieht den Knoblauch jetzt die Feuchtigkeit raus. Und so wird das nachher eine richtig schöne cremige Paste. Man muss das jetzt ungefähr wie 2-3 Minuten hacken natürlich. Je nachdem wie schnell man ist. Durch die Wirkung vom Salz bleibt der Knoblauch halt schön nahe aneinander und deswegen hat er eine viel bessere Form zum Hacken. Wie man sieht, der klebt schon ein bisschen so zusammen durch den Salz. Das bindet halt alles, die Feuchtigkeit. Zwischendurch mal einfach ein bisschen pressen. Ja, ich musste mal während meiner Ausbildung ungefähr 2 Kilo Knoblauch hacken, haben wir unser Öl selber gemacht. Jetzt sieht man das hier, wird das richtig passen, ähnlich. Ja, man könnte das jetzt perfekt auch einlegen in Öl. Man hätte dann ein Knoblauch-salziges Öl, was sehr schön zum Kochen ist. Hier sieht man jetzt, wie schön breiig das langsam wird. Wir machen jetzt an der Stelle schon Stopp, weil wir wollen es nicht zu breiig. Wir wollen hier noch unsere Bissfestigkeit ein bisschen haben. Der Knoblauch kommt jetzt rein. Geben wir Pfeffer dazu. Ja, bei den Gewürzangaben kann ich nicht richtig sagen, wie viel ich von was reinmache. Das ist so ein Geschmacksding. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber vom Balsamico mache ich ungefähr, ja, so 2 Esslöffel. Das reicht schon jetzt. Und dann die gleiche Menge an Rohrzucker nochmal. Ja, 1 Esslöffel reicht. 2 Esslöffel werden dann zu viel an Rohrzucker. Und dann unser Öl. Auch nochmal so einen großzügigen Schuss. Hier ist unser Salat. Wir rühren das jetzt alles. Und lassen das jetzt einfach nochmal eine halbe Stunde ziehen. Und dann ist unser Gericht schon fertig. Nochmal vielleicht abschmecken. Zeigen wir euch nochmal, wir haben von unserem Basilikum fast alles abgepflückt. Also wir haben schon ordentlich reingepackt. Aber es ist auch immer eine Geschmackssache. Ne? Ja, unser Tomatensalat ist fertig. Ich nenne ihn Margarita nach der Pizza. Salsa Margarita oder so.
Ich finde, das klingt sehr schön. Es ist ein sehr aromatischer und leckerer Salat für den Sommer. Man kann ihn warm essen, man kann ihn kalt essen. Mein Tipp, Rucola passt sehr gut noch dazu. Man könnte noch ein bisschen Rucola klein hacken und dazu packen. Vielleicht Pinienkerne. Je nachdem, was man so möchte. Aber man kann ihn auch ganz klassisch genauso lassen, wie ich ihn jetzt habe. So mag ihn meine Frau und so liebe ich ihn noch mehr. Ja, ich bin euer Chef Alemann. Ihr werdet gleich noch das letzte Abschiedsfoto sehen von diesem Essen. Und sage damit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Immer schön gesund bleiben.